Hallo, ihr zwei. Bingo! Der Clown ist wie... Du kannst mir ja... Wann kann man schlafen? Jedenfalls nicht um 12:30. Richtig? Richtig. Und was passiert um 12:30? So ungeduldig. Warte doch, bis es 12:30 ist. Typisch Beinwesen. Können einfach nicht ihre Beine stillhalten. Bis später. Du weißt ja, wo... Wir... So, muss man dann unten einfach warten? Vielleicht? Ich meine, es ist ja jetzt 12:30. Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Vielleicht jetzt in den Sessel? Ich mache lieber keinen Am Ende orakelt sie mir noch die... Shana scheint nicht zu Hause zu sein. Weil... 12, ne? 1. Aber... Vielleicht so? 12. Und dann... 12:30. So. Oder so. Oder so ähnlich. Das halt hier, weil jetzt ist ja, aber warte mal, 12:30. Dann ist der Minuten, das ist ja der Minutenzeiger. Der ist dann ja hier unten. Habe ich vielleicht einen Stundenzeiger irgendwo? Ah, guck an. Stundenzeiger. Dann ja 1. Nee, der Stundenzeiger ist dann auf 12. Ah! Haha! Okay. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Kann das Zufall sein? Nee, nimm das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Da steht eine kurze Nachricht drauf. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Schlafenden Riesen einen Gefallen tun? Brauchen wir nochmal die Steine. Vielleicht wissen die irgendwas. Hallo, ihr zwei. Bingo! Sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Wann kann man Shana noch gleich antreffen? Jedenfalls nicht. Richtig. Und was passiert? So ungewartet. Typisch Beinwesen. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Schlafen wir sind Steine. Riesen. Wir laufen schon nicht weg. Also welche Steinpulver hier? Was soll ich damit nochmal machen? Bist du so blöd oder tust du nur so? Du sollst unseren Herrschaftsbereich ausdehnen. Indem du die Welt in Stein verwandelst. Oder zumindest einen kleinen Teil davon. Du hast immerhin nur eine knapp bemessene Menge von unserem Steinpulver. Du musst das Ziel für diesen Anschlag mit Bedacht auswählen. Und was ist ein geeignetes Ziel? Ein politischer Führer. Die Trinkwasserversorgung. Ein Herrschaftssymbol der Weichhäuter. Ein großer Hut. Ein Hut? Hast du sie noch alle? Aber ein Hut ist ein Herrschaftssymbol. Habt ihr es bald? Na gut, dann meinetwegen auch einen Hut. Aber es muss ein großer Hut sein. Was auch immer. Okay. Welcher den Hut von meinem blöden Bruder? Was ist denn immer auch da? Weil der hat ja so einen riesen Hut. Vielleicht? Na, sein blöder Hut. Aber der hängt ja, glaube ich, in der... Ey, wo ist der Hut hin? Hier hängt doch mal ein Hut. Da ist der Hut. Den nehme ich. Und dann das Steinpulver in den Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Ja. Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Oh, huch. Wie gut. Hier, guck mal, Ben, hab ich gemacht. Was hast du denn da? Ist das etwa meine Ersatzmütze? Wie kommst du denn darauf? Diese hier ist doch aus Stein. Auch wieder wahr. Spiel da trotzdem nicht mit rum. Die gehört bestimmt irgendwo zu. Ach, warte mal. Vielleicht, ja, zu dem hier, zu diesem Zungenmann da.
Die setze ich ihm jetzt einfach auf. Da, zack. Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren. Hm, unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben. Mist. Okay. Also auf die Statue soll sie schon mal nicht. Hab ich denn sonst irgendwo... Habe ich denn irgendwas übersehen? Oder vielleicht beim Baum? Schlafenden Riesen oder so? Hier, der Baum kriegt die Mütze auf. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Okay. Okay. Schlafenden Riesen. Vielleicht meint ihr ja, dass unser Zugtier... Weißt du? Weil der schläft ja, ne? Der ist riesig. Hier, setz mal auf. Lass Bruno in Ruhe. Nein. Im Gegensatz zu Mist. Dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. Mist. Schade. Okay. Okay, wahrscheinlich müssen wir aber trotzdem wieder zurück in diese... In ihre Bude. Hier draußen gibt es ja so an sich nicht viel zu tun, glaube ich. Hier ist ja auch nicht wirklich was. Dann gehen wir einfach mal. So. Gehen wir mal wieder runter. Einen schlafenden Riesen. Aber hier haben wir ja auch. Auch an sich nichts. Vielleicht können wir Nein, im Globus die Welt ist auch so schon kompliziert Na. Genug. Schade. Okay, da steht... Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Da steht eine kurze Nachricht drauf. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Tja... Was war nochmal, was stand denn nochmal auf der Zunge? Stand da nicht noch irgendwas? Auf der Zunge ist etwas eingraviert. Hier steht, in Gedenken an die mächtigen Meeraugen. Sie beschützten unsere Welt über Jahrtausende hinweg. Sie wachten über uns aus zahlreichen Augen. Wir brachten ihnen die runden, grünen Früchte der Fatali-Baumelone als Opfer dar. Und sie dankten es uns, indem sie Licht in unser Leben brachten. Steinmetzpoeten. Okay, vielleicht hier mit dem runden Spot. Ah, warte mal. Was ist denn, wenn wir die dicke Kugel, ja, vor die Höhlen in die Schüssel platzieren? So, komm her. Dicker Spot. Kann ich nehmen, so. Das könnte klappen. Schüssel. Ja, komm, das klappt hier, auch. Spot. 100 Pro. Und hepp. Ohoho. Ja, damit ist die Schüssel kaputt. Was ja aber kein Problem ist. Komm, du, lass mal die Luft raus. Weil jetzt können wir ja mit der Schüssel... Hier, mit der Schüssel kratzen wir jetzt das Harz ab. Zack, zack. Und was hat er gesagt hier? Das Gebiss. Jetzt klebt das Gebiss. Und damit meine ich mehr als vorher. Okay, das Gebiss klebt. Das Gebiss klebt. Okay. Aber wofür? Wofür? Warum klebt jetzt das Gebiss? Also warum habe ich das gemacht? Wenn Opa noch seinen Marmorkuchen essen kann, dann sollte diese Mütze doch eigentlich auch kein Problem darstellen. Ich kenne weniger gefährliche Methoden. Okay. Jetzt habe ich zwar das Harz abgemacht... Und ich habe jetzt ein klebriges Gebiss. Aber wofür?
Außer, ich muss jetzt dem Opa das Gebiss ankleben oder so. Brauchst du deine Zähne, Opa? Ach, wozu? Heute gibt es Suppe. Das stören die nur. Ja, eine okay. Gute Clownsmütze muss zwar fest sein, aber du solltest beim nächsten Mal trotzdem weniger Stärke zum Waschen nehmen. Okay. Ja. Ob ja, da wohl auch Steinpulver im Spiel war? Okay, einen schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Bin ich immer noch überfragt, was das heißen soll. Hier den Bären? Nein, er ist ein Bettverleger, keine Anziehpuppe. Sein posthumes Dasein ist also bereits würdelos genug. Wobei beides immer noch mehr Würde hat als der Job eines Zirkusclowns. Okay, aber wenn ich mir das anschaue. Ich habe beschlossen, sie zu ignorieren. Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Tja. Okay, hier. So, hier haben wir nur den See. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal wieder zu den beiden Steinen und zeigen denen mal die Mütze. Vielleicht sagen die da was. Was? Zu? Hast du dafür etwa unser Steinpulver verschwendet? Wofür? Wofür denn bloß? Für eine Clownsmütze. Eine ordinäre, alberne Clownsmütze. Oh, ist es so eine mit Bommeln obendran? Das tut doch jetzt nicht zur Sache. Er hat unseren Plan zunichte gemacht. Jetzt müssen wir noch einmal ganz von vorne beginnen. Oh je. Es hat mich allein 15 Jahre gekostet, das Fläschchen zu verkorken. Was? Wofür? Oh. Das tut hart und jetzt... Oh je. Ja, blablabla. Okay, also die sind auch nicht so erpicht darauf. Aber sonst kann ich hier auch nichts machen. Einen schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Tja... Hier, vielleicht braucht ihr hier so ein klebriges Gebiss oder so. Was soll das denn sein? Wieso? Was ist denn da los? Der Clown versucht uns mit seinem Beinwesenkrempel zu bestechen. Oh, ist es bunter Beinwesenkrempel? Ingo, reiß dich zusammen. Wir brauchen seinen Plunder nicht. Und wenn er noch so bunt ist, richtig? Richtig. Schade. Okay, ja. Kann ich dem Ding vielleicht das diese Statue da steht hier was unberührt und das soll auch... Ja, okay. Na gut, dann halt nicht. Statue, Wappen, Statue, die Zunge. Vielleicht jetzt in diese Höhle gehen. Ich meine, das Ding haben wir eh kaputt gemacht. Welche mir mit einem Messer? Ich bin nicht hier und diese. Ja, okay. Mal sehen. Spinne? Ja. Yeah. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Scheiße. Weise komme ich hier nicht durch. Okay. Oh, mit die einer Idee Bombe. Ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Quatsch. Das ist Quatsch. Ich kann okay, Steinmütze. Aber eigentlich glaube ich nicht. Okay. Ich komme den Dingern lieber nicht zu nahe. Ich will nicht, dass alle meine Sachen nach Stinksporen riechen. Ja gut, das kann ich natürlich nachvollziehen. Pilze. Hier ist noch ein Pilz. Also ich muss irgendwie das Netz kaputt machen. Ohne Explosion. Was ja schon mal scheiße ist. Zirkus, das Ufer, da wäre mir jetzt nichts eingefallen. Der Baum, da wüsste ich jetzt. Vielleicht, wenn ich hier ihm die Handgranaten gebe, vielleicht kann er da mal ein bisschen jonglieren. Hier, Ben. Ha? Lieblingsbruder. Nein, ich hasse ihn zwar, aber so sehr nun doch wieder nicht. Schade.
Okay, ja, was mache ich denn jetzt mit diesem Gebiss? Ja, Ben dachte auch mal, dass das eine lustige Idee ist. Er konnte 2 Wochen lang nicht jonglieren. Ich war selten so stolz auf Spot. Okay, können wir damit vielleicht diese Feuerfliegen sammeln? Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Noai-Eier? Na gut. Tja, was tun wir jetzt? Also einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Aber wo ist ein schlafender Riese? Und was für einen Gefallen sollen wir dem tun? Hier, können wir das hier da damit sprengen? Den Baum? Da brauche ich nicht mehr hochklettern. Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktive Ader auszuleben. Ach, gefährlich. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Nein, das Loch ist verstopft und das ist gut so. Okay, und mit dem... Nein, mit dem. Na gut. Wofür ich das verstopft habe, weiß ich übrigens immer noch nicht. Keine Ahnung. Okay. Tja. Ufer. Hier wüsste ich jetzt so auch gerade nichts, was ich tun soll. Zirkus wüsste ich nicht. In der Höhle davor vielleicht irgendwie noch was. Aber hier ist auch nur Totems. Hier sind nur Totem. Aber darunter komme ich ja nicht. Also ist ja kein anderer Screen dann. Nee. Na gut. Ja gut. Dann würde ich sagen, ist das für heute es auch gewesen. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir haben ja viel geschafft. Wir haben dem Bobby haben wir den Stein abgenommen, obwohl Bobby danach verschwunden ist. Das tut mir wirklich auch sehr leid für den. Dann haben wir es geschafft, zumindest schon mal die Hütte von Shana zu erreichen. Jetzt sollen wir einem Riesen einen Gefallen tun, oder einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Was es damit auf sich hat, weiß ich leider auch noch überhaupt nicht. Es sind also wieder viele Fragezeichen da. Ich weiß nicht, warum ich diesen Baum verkorkt habe. Ich habe jetzt einen steinernen Hut im Inventar. In der Höhle, da muss das Spinnennetz noch irgendwie weg. Also wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen bis hierhin. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Fragen oder was ich habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann werde ich darauf eingehen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.